genau haben Sie die Toten gefunden? Vor 50 Minuten. Sie geben jetzt ihm Ihre Adresse, dann können Sie fahren, wie das sind. 17 Jahre lang gab Jochen Senf den Max Palü, den eigenwilligen Tatortkommissar aus dem Saarland. Noch heute scheiden sich an dieser Rolle die Geister. Die einen fanden diesen Palü zu klischeehaft und behäbig. Die anderen weinen den Palü-Tatorten bis heute nach. Tatsache ist, bei den Stichworten Saarbrücken und Tatort sehen die meisten Menschen das Konterfei von Jochen Senf, der diesen knorrig liebevollen Max Palü gespielt hat, vor ihrem inneren Auge. Tja, die waren wahrscheinlich pleite, als sie die Rechnung bezahlt hatten. Qualität hat eben ihren Preis. Deshalb koche ich auch immer selber. Was auch daran gelegen haben mag, dass Jochen Senf viel von seinem eigenen Charakter in die Rolle des Max Palü einfließen hat lassen. Wie der Tatortkommissar war Senf ein leidenschaftlicher Hobbykoch, trank gerne mal ein Glas Rotwein und war in seiner Wahlheimat Berlin oft mit dem Fahrrad unterwegs. Doch im Gegensatz zum gemütlich frankophilen Max Palü war Senf selbst durchaus mit Lust ein unbequemer Zeitgenosse. »Ich bin mit dem Renitenzgen ausgestattet«, sagte er einmal. Und dieser Leidenschaft, sich in seiner Wut unverblümt mitzuteilen, gab Senf in seinem kreativen Leben viel Raum, nicht nur als Schauspieler, sondern auch als Autor von Geschichten und Krimis. Ich muss selber einen bestimmten Grad an Frustration haben, wenn du so willst. Und dann läuft das bei mir ganz aggressiv, das rollt einfach so runter. 1942 in Frankfurt geboren, wuchs Senf im Saarland auf. Sein Vater war nach dem Krieg saarländischer Finanzminister. Und obwohl Senf somit aus einem eher großbürgerlichen Milieu stammte, war er schon als junger Mann aufmüpfig, eher links und dazu bereit, sich gegen empfundenes Unrecht aufzulehnen. Spießigkeit und bürgerliche Moral waren ihm ein Raus. Die viel größeren Anarchisten sind für mich die Spießer. Die Spießer nämlich, die ungeheure Wünsche haben, etwa ganze Dammbrüche zu organisieren, um eben eine relative Minderheit wegzujagen. Schon als junger Mann engagierte sich Senf für jugendliche Häftlinge und kämpfte ein Leben lang aktiv gegen häusliche Gewalt. Seine beruflichen Stationen nach einem Studium und einer Schauspielausbildung, Hörspieldramaturg beim Saarländischen Rundfunk, freier Autor und eben Schauspieler. Diesen Beruf liebte er wegen seiner Vielfältigkeit besonders. Ja, du kannst das Haus zusammenschlagen, du kannst Töpfe zerdeppern, du kannst Tische zerschlagen. Es ist unglaublich. Wenn durch Ihre billige Sensationshascherei irgendjemand zu Schaden kommt, reiß ich Ihnen die Klappe ab. Dass der SR nach fast 20 Jahren die Palü-Tatort-Reihe einstellte, verzieh Senf dem Sender nie. Sali, Palü! Der Saarbrücker Mordskommissar. Aber Senf konnte er auch anders. Mit einer großen Portion Humor und Selbstironie ausgestattet, spielte er bei einer Persiflage auf den Palü-Tatort dann auch gleich lieber selber mit, als dies einem anderen zu überlassen. Er ist schon so durch dieses Sali-Pali, so eine Lebensart der Saarländer, schon im Nerv getroffen. Etwas leicht italienische Verhältnisse, leicht chaotisch. Komm, mal gehen in der Trinkende. Sali-Pali! In den letzten Jahren wurde es ruhiger um Jochen Senf. Das war ihm bestimmt nicht recht, doch sein schlechter gesundheitlicher Zustand zwang ihn zu einem zurückgezogenen Lebensstil. Nun ist Jochen Senf verstorben. Wir verlieren einen unbequemen und trotzdem liebenswerten Zeitgenossen, einen leidenschaftlichen Autor und Schauspieler. Salut, Palü.